Endgültig. Florian Stadler hat Sturm der Liebe verlassen. Nun heißt es endgültig Abschied nehmen. Bereits im März verkündete Florian Stadler, 44, dass er nach 10 Jahren die beliebte ARD-Telenovela Sturm der Liebe verlässt. Für die Fans des sympathischen Nils Heinemann-Darstellers ein großer Schock. Allerdings gab es ein kleines Trostpflaster für die Zuschauer, da die Serie mit einem Vorlauf von 8 Wochen gedreht wird, war der Fitnesstrainer des 5-Sterne-Hotels noch für einige Monate im TV zu sehen. Doch nun flimmerte die allerletzte Folge mit als Nils über die deutschen Mattscheiben. Die Geschichte von Nils ist auserzählt und somit musste dieser am vergangenen Freitag den Fürstenhof verlassen, jedoch nicht alleine. Mit Serienfreundin Desse Bramek, gespielt von Luisa von Spies, 34, hat sich der Hotelangestellte auf den Weg nach Thailand gemacht, um dort eine Tauchschule zu eröffnen. Privat möchte die Zeit nutzen, um sich von dem Drehpensum einer täglichen Serie zu erholen. Nicht nur die Fans des Schauspielers sind traurig, dass er das Format verlassen hat. Auch seine Sturm der Liebe Kollegen nimmt der Ausstieg des gebürtigen Augsburgers mit. Besonders Christine Barlow, 32, hat am Weggang zu knabbern: "Ich habe jede Szene mit dir genossen. Ich werde dich und deinen Humor vermissen", schreibt die Tina Kessler-Mimin auf Instagram. Neben all der Ausstiegstrauer macht Florian im Promiflash-Interview aber Hoffnung auf eine Rückkehr zur Telenovela, also Nils ist nicht tot und wer weiß, vielleicht kommt er eines Tages zurück an den Fürstenhof. Sturm der Liebe, montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten.